So, nach 3 Stunden jetzt versuchen, überhaupt das Spiel starten zu können, habe ich es endlich geschafft. Willkommen hier zurück zu Transport Fever. Ein wunderschönes Projekt, was hier auf meinem wunderschönen Kanal rumläuft. Und zwar gibt es eine Sache, die ich sehr gerne jetzt machen möchte. Wir wollten letzte Folge, hatte ich hier geshoppt. Da, genau deswegen wusste ich auch, okay, hier war doch irgendwas gewesen. Ja, wir haben jetzt 256 Kühe, beziehungsweise Vieh. Wir haben auf dieser ganzen Strecke müssten wir, glaube ich, 2 Züge haben. Gucken wir mal kurz. Aus irgendeinem Grund. Ich habe persönlich keinen Ton. Ich weiß nicht, ob ihr Ton habt. Wir haben nur einen Zug. Das heißt, wir setzen noch einen zweiten Zug erstmal auf die Strecke. Dann haben wir aber auch noch eine große Sache. Und zwar diese Strecke hier. Wir haben hier ein kleines Depot. Dieses Depot sagt, wir haben noch die Pferdekutsche. Diese Pferdekutsche sind aber fast schon 90 Jahre, über 90 Jahre sind die jetzt da. Einbringen tut es immer noch was. Also da muss man sagen, die Strecke, die bringt was ein, aber nicht das, was sie unbedingt soll. Man sieht es. Also wir sind so bei 800, 700 Dollar. Das ist nichts. Naja, niente. Deswegen, alles wird umgebaut in dieser Folge. Die ganze komplette Strecke hier. So, ich habe aber ein bisschen Musik kurz angemacht, weil sonst wird das zu lang, weil ich die ganze Zeit nicht zu hören. Wir werden uns jetzt das erste Mal, die Strecke ist auch noch nie umgebaut. Fällt mir gerade so ein, wo ich gerade das Krokodil hier sehe. Die ganze Strecke ist noch nicht elektrifiziert. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ein Fahrzeug nehmen, was kein Elektrik hat. Dafür würde ich aber sagen, nehmen. Ach, das Krokodil. Das war die 94. Krokodil ist hier oben. Krokodil hat die lange Schnauze. Wir nehmen uns den A4. Wir werden am besten auch den alten Zug von hier ins Depot fahren und werden ihn auch mal verkaufen. Ins Depot schicken und verkaufen. Und dann werden wir uns einfach mal 2 von denen hier holen und einfach mal einhaufen. Verbandsfahrzeuge. Wir haben ja jetzt relativ viel Geld. Ich glaube, wir sind jetzt bei 10.000 ungefähr. Wie viel? 200. Wir brauchen hier immer ungefähr die Hälfte. Also hier passt doch mehr hin. Da brauchen wir keine Sachen jetzt einsprechen. Ich glaube, das hier wird jetzt bald reichen. Was mache ich denn hier? 216 pro Zug. Ich glaube, wenn wir 2 wegnehmen und 200 pro Zug, das reicht vollkommen zu. Lassen den Zug erstmal wegfahren und werden dann uns diese beiden Züge mal schnell auf unsere Bahn holen. Ich weiß gar nicht, was wir hier eigentlich an der Lok dran haben. Welche Lok? Sieht fast aus wie die Flying Scotman. Die gibt es ja auch nicht mehr, oder? Das ist die A35 gewesen. Wenn es danach geht, haben wir dann viel mehr Geschwindigkeit drauf. Wir müssen aber erstmal noch alles hier ausbauen. Das Geld haben wir jetzt gerade nicht mehr, da wir erstmal noch die neuen Züge umgebaut haben. So, Viehessen, Neu-Ulm. Erster Zug ist unterwegs. Und den zweiten Zug lasse ich auch dann losfahren. Den lasse ich aber dann gleich wieder umdrehen. Der soll sich zuerst bitte darum kümmern, dass das Essen geholt wird. Also das Viehzeug, damit es nicht komplett ohne was unten ankommt. Einzige Problem, was jetzt recht hässlich aussehen wird, die Bahnhöfe sind alle viel zu klein für die Züge. Das werden wir mal in der nächsten Zeit anpassen. Wir werden jetzt erstmal uns darum kümmern, dass das Essen und alles hier unten sehr gut läuft. Und wir haben ja jetzt den Verkehr, den wir umbauen müssen noch. Hierhin. Und dann möchte ich sehr gerne noch diese Stadt mit anbinden. Also eigentlich ist es egal, ob man Todesfälle mit anbindet.
Warum haben wir Todesfälle noch nicht angebunden? Wir haben hier drüben, haben wir Essen en masse. Lassen aber Todesfälle komplett im Stich. Obwohl, naja, wir haben auch keine Verbindung drüber gehabt. Deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Alter, hier unten geht's ab. Dialekt ist schon... Oh. Ich hatte große Probleme hier gehabt, das ganze Spiel zu laden. Andere Sache, ich bin immer noch leicht erkältet. Deswegen... Ui. Okay, müssen wir uns kurz drum kümmern. Ach so, cooles. Mit Signalsteuerung hat es Kollision. So. So, weiter geht's. So, und dann haben wir noch die Sache eben mit unserem Transport, den ich ja hier jetzt mal schnell umbaue. Alle Fahrzeuge auf dieser fucking Strecke sollen jetzt mal ins Depot. Depot und verkauft werden. Also hier geht kein Plus und kein Minus mehr. Das ist mir zu viel. Diese Bahn wird erstmal, oder diese Strecke wird erstmal stillgelegt. Für nur ganz, ganz kurze Zeit. Ach so. War natürlich ganz schlau, ich hätte es natürlich anders machen können, ist mir jetzt aber auch egal. Vor allem, warum habe ich bloß vier Fahrzeuge auf dieser Strecke? Das ist auch so eine Sache, die mich gerade ankotzt. So, ich würde mal sagen, 10 Opel Blitzfahrzeuge. Geschwindigkeit 60 km/h reichen eigentlich vollkommen auf der kleineren Strecke hier. Und zwar Essen-Riedbach. Und wir werden ein paar Fahrzeuge jetzt mehr kaufen für die andere Strecke, die jetzt... Ich will ja die eine Stadt noch mit einbinden jetzt. So, ein paar Fahrzeuge habe ich jetzt mal schnell auf die Strecke geschafft. Es ist schon recht viel los. Die einzige Sache, die ich gerne ändern möchte, und zwar, wir haben hier nur ein kleines Depot. Das bedeutet, wir haben... Ah doch, wir haben zwei Terminals. Ich glaube, so ist es schon okay. Auf Terminal 2 kommt Essen-Riedbach an. Terminal 1. Ich glaube, das ist schon okay so, wie das hier läuft. Nur die Produktion muss sich jetzt sehr, sehr hoch steigern. So, dass wir mal einen kleinen Stau auf Betriebsgelände, aber ich glaube mal, das geht schon. Das wären ja jetzt schon mal zwei Sachen, die wir schon mal erledigt haben, die indirekt mit unserer Zukunft zu tun hat. Nächstes Problem wird ja sein, wir müssen eigentlich mal gucken. Neu-Ulm hier, mittelmäßig. Die haben ihr Treibstoff. Wir haben noch überhaupt nirgendwo Maschinen angefangen. Wir haben noch keine Baustoffe angefangen, keine Werkstoffe, keine Werkzeuge. Was glaube ich mal irgendwann mal jetzt als nächstes anzufangen ist, weil ja, wir brauchen mal sowas. Also es wäre eine Möglichkeit jetzt mit Weizen in der Chemiefabrik Plaste herzustellen, Kunststoff. Und mit Kunststoff könnten wir uns Werkzeuge herstellen, beziehungsweise ja, Werkzeuge, aber wir brauchen noch einen Stahl dazu. Oder wir nehmen uns Bretter. Mit Bretter könnte man erstmal die Werkzeuge herstellen. Bloß, wo kriegen wir die Bretter her? Das ist die nächste Sache. Wo kriegen wir das Eisen her? So, ich habe gerade gesehen, wir könnten uns im Neu-Ulmner Stahlwerk, könnten wir mit Hilfe von hier erstmal das Eisenerz ran transportieren. Das, die Sache ist bloß, wir brauchen noch Kohle. Das wird, die Kohle können wir hierher kriegen. Es ist eine kleine logistische Sache jetzt.
die wir, glaube ich, mal schon irgendwie hinbekommen. Meine Frage ist jetzt, die ich mir gefragt habe, seitdem ich das jetzt eigentlich gesehen habe, dass wir auch die Flugzeuge haben. Ich werde mal wieder ein Flugzeug hier mitten reinsetzen, erstmal spontan. Ach so, scheiße. Es ist bloß ein Personenschutz. Also wir können keine Güter. Ah, dann ist ja hier erstmal sinnlos. Das heißt, wir müssen mit Hilfe der Bahn müssen wir jetzt arbeiten. Noch besser, die beiden sind näher dran aneinander. Und dann müssen wir nur noch eine Zugverbindung bis hoch schaffen. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Da habe ich eine gute Idee. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, kippt noch einen Daumen da, wenn ich einen Daumen unten schreibe, wenn ihr Kommentare mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und bis zum nächsten Mal, sagt der Mensch Rot. Ciao, ciao.